Alter, hinter mir! Ah, was? Hinter dir! Ich seh dich nicht! Wo ist er? Okay. Das waren meine letzten zwei Schuss übrigens. Das wäre doof. Welche Taste muss man nochmal drücken, wenn man winken will oder so? Ich glaube F1 machst du hier so ein Gruß. Ja. Ne? Dann F2 tust du dich halt ergeben, F3 setzt du dich hin. Ne? Und tralala hoppala, hast du nicht gesehen. Ach, tralala hoppala gibt's auch? Tralala hoppala gibt's auch, natürlich. Ach, krasser Scheiß. Das ist ja niveau. Ich setze mich jetzt hier ins Gras und hoffe, mich sieht keiner. Ja, so leicht bist du nicht zu sehen. Eigentlich schon gut getarnt, ne? Ach, da stehst du wieder. Das bin ich voll erschrocken, ich Alter. Ich bin fast abgedrückt. Hi. Mann, Laura, ey. Hi. Hi. Was ist auf F3? Ach, da hab ich mich... Ah, okay, alles klar. So Leute, und damit hallihallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Testaufnahme von DayZ. Ja, wir wissen noch nicht, ob wir es wirklich als Let's Play machen, aber wir wollten euch das Spiel mal wieder zeigen. Was hat sich doch ganz schön viel was getan, ganz schön viel was, ne? Wer das Ganze selber verfolgt mit DayZ, weiß, es geht jetzt in großen Schritten Richtung Beta-Version. Und auch die Version 063 bringt schon wieder eine neue Engine mit sich, bringt wieder ganz viele neue Änderungen mit sich. Und eh die 063 auf die Experimental-Server kommt, dass quasi jeder die testen kann, haben wir uns gedacht, wir zeigen euch nochmal die gute alte Version 062, damit man dann eben auch den vollen Unterschied sieht. Und mit mir am Start ist jetzt hier die Monsterkeks, die liebe gute Laura. Laura, ich grüße dich, wir dürfen hier übrigens nicht schneller als 50 rennen. Ja, Hallöchen, ja, ich hab mein Gas schon runtergestellt. Ich werde nicht mehr so schnell rennen. Hallo, liebe Leute, hallo, hallo, hallo. So, alle, und wer, die zuschauen. Ja, ne? Und wer DayZ nicht kennt, es geht ums nackte Überleben. Also, ihr seht schon, wir haben keine Karte, keine Map, müssen uns selber zurechtfinden. Wir haben nur diesen einen Charakter. Und wir haben schon mal ein bisschen ausgerüstet, jetzt noch nicht mit Military Loot, aber wenigstens zum Nahkampfverteidigung gegen Zombies. Weil DayZ bedeutet natürlich, dass Z heißt Zombies, ne? Ganz klar. Und dann seht ihr hier jetzt schon, ihr müsst alles finden, was ihr zum Überleben braucht. Das habt ihr nicht, ihr habt von Anfang an gar nichts außer ein grünes T-Shirt. Oder schwarz, oder je nachdem, ne? Mhm. Und wir haben uns jetzt schon mal ein bisschen in Kamishobo, wenn das jemandem sagt, in einem Ort an der Küste schon mal ein bisschen aufgelootet. Und wollen heute mit euch einfach mal ein bisschen wandern gehen hier durch die Welt von DayZ. Ja, der neue Wandersimulator. Ja, genau, Wandersimulator 2018. Und wir befinden uns auf dem Server DayZ für Erwachsene. Für die Leute, die das interessiert. Ja. Deiz für Erwachsene. Deiz. Ich hab's auch gerade auf der Zunge liegen. Deiz, ne? Wer das nicht kennt. Deiz. Auf Sächsisch. Jo, DayZ auf Sächsisch. Wenn wir auch sagen, es gibt hier eine Karte, heißt das natürlich, dass jederzeit auch ein anderer Spieler um die Ecke kommen kann. Und uns einfach so abknallt, ja, weil er halt nicht friendly ist oder keine Ahnung, weil er schlecht geschlafen hat. Oder weil er den Sinn des Spieles nicht verstanden hat. Zombie! Machst du den Zombie weg, oder? Ja!
Ihr seht dann hier schon, also es liegt alles rum, ne? Es spawnt alles, Hallo. etc. 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 Hi Schnucki. Jetzt gucken wir mal, wie die Laura hier einen Zombie bekämpft. Gute. Musste ich dann verbinden, also ihr seht es auch schon, die Zombies sind gar nicht so einfach. Und ihr habt dann Statuseffekte wie Bluten, wie Frieren, wie Überhitzen. Ihr könnt krank werden, ja, ihr könnt einfach so umfallen und bewusster sein, ihr könnt natürlich verhungern und verdursten. Und dafür gibt es keine spezielle Anzeige, sondern es steht dann meistens als kleiner Hinweis unten links klein geschrieben. Eigentlich schon dann, wenn es zu spät ist, ne? Was ist ein Oh-Oh? Was hast du My leg is painful. Ich Your hab ein strained ankle. Na, warte, ich mach dir was. Warte, ich mach dir eine Bandage. Ja, Rob macht's mir. Also ich hab mich bandagiert. Ich mach dir das. Mein Enkel ist bloß ein bisschen komisch. Ja, pass auf. Also ihr seht es schon, man kann auch craften in dem ganzen Spiel. So mit der Big gerade reingekommen. Der BQ oder was? Der Big Quant unter Daisy Profi? Ja. Ehrlich? Oder? Ich habe gerade gehört. Auf jeden Fall kam jemand. Ja, ne? Ist gerade jemand in Discord gekommen. So, Laura, guck mal hier. Hier liegt jetzt ein Splint. Die nimmst du mal bitte. Das ist eine Schiene. Eine schöne Schiene. Ja. Und die tust du dann auf Use. Ne? Also auf Benutzen. Use, ja. Use. Und dann müsste dein Sprained Ankle eigentlich weg sein. Geil. Das ist zum ersten Mal, ist mir das jetzt passiert. Ne, weil der dich voll gehittet hat. Wenn sowas ist, dann ist es natürlich jetzt auch nicht so, dass dein Bein sofort wieder heil ist dank der Schiene. Wir müssen dich jetzt aufpäppeln mit Essen und Trinken, dass du quasi hydrated und energized bist. Bei mir steht, ich bin hydrated. Energized musst du noch sein. Musst du also noch was essen? Bin ich nicht. Ich bin das gerade so noch. Beides dunkelgrün. Und sind viele Zombies unterwegs. Ja, dann müssen wir dir mal was zu essen suchen jetzt. Oder Apfel. Nee, ich hab hier noch eine Sardine. Ess mal die eine Sardine. Ich weiß noch nicht, ob du davon satt wirst. Ich esse jetzt die ganze Dose. Ach so. Ja. Lecker. Sardinen. Yummy. Schön salzig. Also das Dorf ist hier voll mit Zombies, ne? Um dich nicht weiter zu ich gefährden. Ich hab alles gegessen. Nehmt ihr auf? Ja, BK, grüß dich, willkommen in der Aufnahme. Ey, Big! Wieder mal in der Aufnahme. Ja, wie immer. Big, sag doch mal hallo. Hallo. Übrigens, das ist der BQ, der Big Quantum, vom Kanal Big Quantum und werde ich natürlich auch verlinken unter dieses Video. Ne, denn ich unterstütze und helfe gern, also wenn mal was sein sollte, ne? Aber ich finde das sehr geil, dass ihr im Discord seid, wenn ihr aufnimmt. Ne? Das war jetzt wirklich mal wieder ganz spontan. Ja, es ist also, wirklich spontan. Also Rob hat gesagt, ich mach mal so eine Probeaufnahme, wie das dann aussieht. Genau. Warum habt ihr das nicht angekündigt? So wie sonst immer? Na, weil das spontan ist. Spottelzahn, ganz Spottelzahn. Oh, was passt denn? Übrigens, wenn ihr geile DayZ-Streams mit wirklich coolen YouTubern sehen möchtet, dann bei Big Quantum reinschauen. Mal so alle 14 Tage, 3 Wochen samstags. DayZ-Entdeckungs- und Erkundungstour mit dem lieben, guten und vor allem voll sympathischen Big Quantum. Danke. Mega. Na, aber alles Na gut, Leute, ich will eure Aufnahme nicht weiter. Ach, alles gut, also wir sind dann also, ne? Wir wollten ja auch nur kurz mal erklären, was es eigentlich heißt jetzt hier, Daisy. Und so ein bisschen was zeigen. Jetzt haben wir zum Beispiel das gebrochene Bein gezeigt, schon von der Laura. Ich zeige hier, wie man Äpfel sucht. Ne? Oh, Äpfel brauche ich auch. Dann Zombies und halt mal sagen, worum es in dem Spiel eigentlich geht. Und ich habe auch ein bisschen Angst, jetzt hier einfach so frei rumzustehen an so einem Baum. Du wirst ja merken, wenn ein Schuss kommt. Ja. Und steht dann auf einmal da, you are dead. Also nicht, du bist Vater geworden, sondern du bist tot. Na? Cool, mein Baum hat keine Textur. Early Access halt. Ja, es ist noch nicht mal Beta. Meine Hosen sind ruiniert. Ey, es ist alles ruiniert jetzt hier. Echt jetzt? Wieso das denn? Weil der Zombie mich voll erwischt hat. Auch das Epinephrin, also ihr seht schon, ne? Epinephrin, ja, es ist zum Wiedererwecken. Ist jetzt leider alles... Ja, ruiniert. Ich kann jetzt die Hosen zwar noch weiter tragen, aber ich kann sie auch nicht mehr reparieren und die bieten halt auch kaum noch Schutz, ne? Das ist scheiße. So, dann zeige ich mal noch die Schusswaffen. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Pistole mit Schalldämpfer. Ein Schalldämpfer heißt, die Zombies hören das nicht, ne? Die anderen, wenn ich jetzt hier so einen abknall.
Ja, so. Alter. Aber die Laura hört das natürlich. Warst du das jetzt? Nee, es war ein Zombie. Hast du das gewesen, wenn ich dich jetzt abknallt, Alter. Das wäre die super Rache gewesen. Ja, für die H1Z1-Folge, ne? Was mir natürlich immer noch nachgetragen wird, obwohl das keine Absicht war. Was? Nö. Nee. Big, machen wir sowas? Nee, ne? Der ist rausgegangen. Ach, der ist schon rausgegangen. Nee, also. Der hat schon wieder beschwert. Die nehmen auf und ich platz wieder. Nein! Ja, ne, es ist halt so. Warst du schon im roten Haus? Im roten Haus, rotes, längliches Backsteinhaus? Wo ich. Nee. Okay, geh ich mal rein, geh ich mal gucken. Also ihr seht schon, Leute, looten. Wie die Bekloppten, denn die Wege in DayZ, darum auch Wandersimulator, sind sehr lang und sehr weit. Und es kann schon mal passieren, dass ihr auf dem Weg von einer Stadt in die andere einfach mal so verhungert oder verdurstet. Ja, und deswegen sollte man genug Essen und Trinken dabei haben. Also bevor man schon startet, sollte man genug getrunken und gegessen haben, damit man dann den Weg... Unbehelligt, genau, übersteht. Und auch was mitnehmen. Und dafür gibt es Rucksäcke und die Rucksäcke müsst ihr natürlich auch finden. Euch wird hier nichts geschenkt. Ihr müsst ich habe immer noch so einen Schulrucksack. Ja, ich habe wenigstens schon mal so ein Hunting-Backpack. Eben, du hast voll den geilen Rucksack und ich habe nur so ein Stuhlteil. Naja, das hat ja nichts zu sagen. Das ist ja. Es ist nur ein anderes Skin. Ja, komm mir ein bisschen doof vor, aber okay. Ich bin ja echt gerade am Überlegen. Wir müssten eigentlich, Laura, wenn wir noch was zeigen wollen, die Straße hoch. Ne, läufst du noch mit der Hauptstraße lang? Wir treffen uns dann hier, Hauptstraße. Ja, ich guck hier gerade. Ach so, ob hier was ist, hier ist nicht. Alles leer! Solange ich noch Munition habe, nehme ich die auch. 9mm Munition nehme ich übrigens. Ach so, ja, Munition kann man ja auch gleich mal ansprechen. Es gibt für jede Waffe natürlich einen eigenen Munitionstyp. DayZ fing damals an mit einer Mod für Arma 2 oder mit einer Arma 2 Mod, wo die Leute eben drauf gedacht haben, hey, können wir doch mal ein schönes Zombie-Survival-Spiel machen, ne? Und ja, genau. Danach hat sich eben die Standalone dann entwickelt, die DayZ Standalone, nach einigen Versuchen wie Epoch, was ist denn? Mein Spiel ist abgeschmiert. Nein. Warte. Okay, ich bleib hier stehen, ja, alles gut. Ja, geil. Oh Mann! Ja, halt Early Access, ne? Passiert halt. Ja. Ich habe mir jetzt mal meine Bandagen mit Desinfektionsspray sauber gemacht. Ja, tatsächlich, das geht. Ach, das geht? Ja, das geht. Entweder mit Alkohol oder mit Desinfektionsspray kannst du die Bandagen wieder sauber machen. Ach, krass. Cool, ne? Das wusste ich noch nicht. Ja, ich will das aber nicht trinken. Du kannst natürlich auch trinken, Desinfektionsspray. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Nee, das kommt überhaupt nicht gut. Und schon ist dein Magen verdorben, weißt du, und dann war's das. Kannst dich eigentlich schon ausloggen, ja. Ja, und dann kannst du dich so gleich von einem Zombie killen lassen, weil daran stirbst du jedenfalls. Ja. Das überlebst du nicht, wie im wahren Leben, ne? Das ist halt wie Selbstmord dann. Ne? Ja. Trinkst mal einen schönen Schluck Desinfektionsspray. Und dann war's das. Aber das Spiel macht Spaß, kann man ja mal sagen, ne, den Leuten, die jetzt zuschauen. Auf jeden. Also die bisher hierher schauen. Das Spiel macht wirklich mega Spaß. Gibt es nur für PC, ist jetzt aber geplant, sogar noch für 2018, wo ich aber nicht dran glaube, denn das Spiel ist seit 5 Jahren in der Early Access. Ist geplant jetzt als erste Konsolenauflage für die Xbox, weil Xbox hat eine Art Greenlight-Funktion, wo man halt Spiele, die noch nicht fertig sind, Beta-Spiele, schon mal testen kann, darum zuerst auf der Xbox. Und dann natürlich auch später geplant für die PS4. So, ich glaube, Laura ist jetzt raus aus dem Discord. Was? Nee, bist noch da. Der Big ist gerade rausgegangen, ne? Ich bin noch da. Ja, dann ist da. Hat der Big verschwindibus gemacht. Ja, ne? Ich bin noch da. Alles gut. Also, ich habe hier auch in einem Zombie eine Kiwi gefunden. Und die wurde aber nicht angezeigt. Das stand halt nur mit dem Namen dort, ne? Kiwi. Achtung, Kiwi. Es ist halt ein Early Access. Da darf man nicht meckern, darf man nicht jammern. Muss man leben. Das Haus baut sich gerade auf. Geil. Das Haus da. Das sah wie hier, als würde ich auf einem freien Feld stehen und nicht im Wohnzimmer. Und als erstes taucht erstmal dieser Ofen auf, weißt du, so im freien Feld erstmal. Mega, Alter, hat auch eine Kiwi. Nein, das ist die Kiwi weggespawnt. Nein. Man hat eben auch nur ganz wenig Zeit, die Zombies zu looten. Ist dir das mal aufgefallen? Ja. Also da musst du dann immer gleich machen, sonst ist nicht.
Das ist er weg. Sonst ist das Zeug weg. Ja. Weil er sowas hatte. Das müsste das Tab-Menü auflassen, ne? Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von dem Spiel? Wie findet ihr das? Sagt ihr, Rob das hat ja schon, echt geil? Rob hat ja eine Idee dazu. Und wenn ihr jetzt sagt, hier, ja, ihr könnt mal mehr DayZ zeigen oder sowas. Dann könnt ihr sogar mitspielen. Genau, ihr könnt dann sogar mitspielen, wenn ihr das Spiel habt. Dann treffen wir uns alle mal und dann ownen wir mal einen Server. Oh ja. Oh ja, die volle Armeebande, dann geht's richtig los hier. Laura, wo bist du jetzt? Wo bist du? Ich bin jetzt gerade aus dem Haus raus, wo bist du? Ich bin die Straße ein bisschen hochgelaufen, ne? Übrigens diese typische Frage in diesem Spiel, wo bist du? Wo bist du? Genau, weil es gibt halt keine Karte. Hier schaut, Laura wird mir nicht angezeigt, nirgendwo. Ach da also, ja guck. Es ist auch keine Namen drüber, also deswegen ist es man muss sich keine hat. Bist du in das Haus reingegangen? Bist du das? Weil man genau. Hat echt, auch wenn man miteinander befreundet ist, man hat einfach keinen Namen. Also, ne? Nö, man kann halt hinterher joinen, ne? Auf dem Server, aber das war's dann auch. Ne? Also, ja. Gibt auch mittlerweile verschiedene Apps für Handys, wo die Karte dann ist, aber selbst die ist nicht interaktiv, sondern ihr könnt euch dann nur halt so markieren und euch das dann halt ungefähr beschreiben, wo ihr da so seid. Und mehr ist es dann auch nicht. Oh, I'm rapidly warming up. Also ihr seht jetzt hier die Statusmeldung. Unten links, I'm rapidly warming up. Dann gehe ich mich natürlich mal kurz abkühlen. Gibt halt auch so ein paar Tricks in DayZ, ne? So, alle wegschauen. Rob geht baden. So, Laura, wir machen aber jetzt gleich mal hier links über den Fluss. Ach so, okay. Ja. Ja. Aber da muss ich ja auch durch das Wasser. Ja. Will ich aber nicht. Tja. Oh Mann, jetzt bin ich damp. Ja, und jetzt muss man auch... Rennen. Entschuldigung, was man auch wissen muss, ist, das Spiel ist komplett auf Englisch. Genau. Also, man kann nicht umstellen, hier, Deutsch umstellen oder so, geht nicht. Gibt's nicht. Also, so ein bisschen Englisch muss man können für das Spiel. Also, Grundkenntnis. Rechts von dir, Laura? Rechts? Rechts von dir? Rechts? Rechts, rechts, rechts? Da bin ich, guck. Seh dich. So, wir machen jetzt hier über das Feld. Na, bei rechts in der Stadt, ihr seht sie hier. Da sind so viele Zombies. Ich meine, du hast schon gebrochenes Bein. Wir sind ja hydrated und energized. Ne? Schaut, da drüben, das ist echt... Da ist alles voll. Ich kann euch jetzt mal... Wir können eigentlich mal einen Blick rüberwerfen. Ich habe dort das schöne Hunting Scope. Ist da nicht die Fussel hier in dem Dorf? Ich weiß nicht, ob die hier gespawnt ist. Halt, warte mal. Ich weiß nicht, ob sie sich hier ausgelockt hat. Das letzte Mal. Also seht, die ganzen Häuser, das könnt ihr alles looten. Aber ihr habt ja jetzt schon mitgekriegt, überall Zombies. Ich frage mich jetzt nur, warum sehe ich hier keine Zombies durch meinen Scope? Rob, das könnte alles dir gehören. Das könnte nur alles da, wo Schatten da drüben. Ja. Das darfst du nicht hin. Richtig. Ach so, weil du es gerade sagst, ihr könnt hier überall hin. Ja, also das ist keine Bitmap da hinten wie bei FIFA 94, ne? Ihr könnt überall hinlaufen, ihr könnt da den Berg hoch, ihr könnt dahinter. Und vor allem, wenn ihr über den Berg drüber seid, kommt da schon der nächste Berg. Ne? Also, es ist wirklich eine riesengroße Karte, auf der ihr euch austoben könnt. Aber da, oder da unten, oder da hinten könnt ihr jetzt ein Spieler sein. Und die haben uns natürlich dann schon gesehen und knallen uns einfach ab. Ja. Das ist immer so, man sieht sich nicht. Ich bin weiter hier oben lang gelaufen. Ach so, ich bin runtergelaufen. Bist runtergelaufen? Wo bist du? I don't know. Ich hab den Rob wieder verloren. Bist du an dem Fluss? Bist du noch auf der linken Flussseite? Ich bin an diesem Town, wo wir gerade waren, wo wir runtergeguckt haben. Ja, da bin ich doch auch. Was? Musst nur weiterlaufen. Bist du schon durch den Wald oder so? Nee. Ich lauf gerade den Zaun ab. Wo bist du? Ist da eine rote... Ich bin gerade an dem Zaun wieder vorbei. Ist da ein rotes Haus? Treffpunkt ja, rotes... vor mir jetzt. Ja, rotes Haus. Treffpunkt rotes Haus. Hier bist du doch, Mensch. Und seht ihr, das hätte jetzt ein anderer Spieler sein können, der mich von hinten wegaxtet. Hätte, ja. Hätte, Fahrradkette. Also. Jo. Da bin ich. Also. So, geh mal rein. Looten, Gewehr. Sporter. Ein Sporter liegt hier. Ich bräuchte aber 7,96 mal 20 Rounds. Oh, hier ist eine P1-Pistole mit Magazin. Mit Magazin, sehr gut. 8 Round P1-Magazin.
Ne, ist so einmal frei. Ist das nicht die für mich? Ja, das ist die für dich, genau. Aber ich habe ja die mit Schalldämpfer, da könnte ich trotzdem. Du kannst das Magazin rausnehmen, ne? Genau, du kannst das Magazin rausnehmen. In deine Waffe reinschrauben. Da drüben ist jetzt ein Zombie, Leute. Wenn ich jetzt abdrücken würde, wäre der Zombie tot, aber das wäre so laut, dass alle anderen Zombies auf dem Dorf genau auf mich zu rankommen. Kommst du klar mit dem Magazinwechsel? Ja, ne? Ich versuch's mal. Einfach auf deine Waffe ziehen, das Magazin. Hab ich gemacht, aber ich weiß jetzt trotzdem nicht, ob's geladen ist. Chamber. Ne, wenn da 8 Schuss drin sind, 8 Rounds, dann... Ist doch mit Schalldämpfer, kannst du ruhig mal ausprobieren an so einem Zombie. Ja, ja, ist drin. Sehr gut. Yay! Sehr cool, voll equipped. Yeah. Kommst du raus aus dem Haus hier, ne? Hier ist ein Geschenk. Ja, da ist noch einmal Magazin drin, aber nicht für unsere Waffen. Und Papier, wir können ja das Papier mitnehmen und das war für meine, hinterlassen. Das war für meine Box. Hast du einen Stift, ja? Da hätten wir mal was draufgeschrieben. Nee, den habe ich extra nicht mitgenommen. Hätten wir draufgeschrieben, Monstercakes auf YouTube. Unbedingt mal reinschauen. Abo dalassen, liken, Glocke aktivieren. Na? So, verlinke ich natürlich auch den Kanal unter dem Video, genauso wie den von Big. Jetzt habe ich meine Pistole in der Hand mit Schalli. Sehr gut. Jetzt kann man ja, jetzt kann man ja noch mal fragen, ne, wenn die Leute das jetzt sehen. Wollt ihr davon mehr? Oder sagt ihr, naja gut, zum Reinschauen waren wir ganz okay, aber es ist uns zu wenig Action? Dann natürlich nicht. Dann, ne, dann war es eben wirklich mein letzter Test. Und actionreich so. Wird's halt wirklich bloß, wenn man auf andere Spieler trifft. Ja, das also Schlimme ist. Dann ist wirklich actionreich. Genau, das Schlimme ist, ihr wisst nie, wie die anderen Spieler reagieren. Ihr wisst nie, wie die reagieren. Jetzt schieß doch! Geht nicht? Warte, ich versuche mal aus. Jo, wow, Wahnsinn. Ja! Jawohl, sehr geil. Ich hab getroffen! Ja! Das bin ich übrigens, ne? Mit dem grünen Helm. Nicht, dass du jetzt mich abknallst. Aber hat man gehört. Da kommt schon, da kommt Zombies! Au! Kleine weg! Ich geh aus der Schussbahn. Nee, der war schon zu nah. Wo ist er? Niklas. Ich hab ihn schon gekillt mit der Axt. Passt schon, okay. Da drüben ist noch ein Zombie. Ich würde sagen. Natürlich, muss man natürlich auch aufpassen, wenn man schießt. Ne? Zombies könnten angelockt werden. Ich gehe nochmal in das grüne Haus rein, hier nochmal gucken. Ich bräuchte immer noch 9mm Munition, aber hier ist nichts gespawnt. Nein. Ich nehme die linke Blockhütte, Holzhaus. Die linke nimmst du? Ja, dann gehe ich weiter hoch und nehme die andere, die gelbe. Schulranzen ist hier, aber ist nichts drin. Ein bisschen Butter beide Fische machen hier. Butter beide Fische. Wir gehen heute noch zu einem Military Spot, um euch halt auch zu zeigen, dass wo jetzt die einzelnen Spots sind. Also ich kann es euch ja mal kurz erklären, während die Laura lootet, ne? Ihr seht jetzt hier diese Dorfhäuser vor euch, ja, das rote, links die zwei grünen oder jetzt hier das kleine grün-gelbe. Das sind Spawnpunkte für Nahrung und ja, also Nahrung, Essen, Trinken, ne, sozusagen. Für Klamotten und die ein oder andere normale Zivilistenwaffe, also wie jetzt zum Beispiel die Sporter, die Trumpet, die P1, die Makarov, ja. Das Haus dort in der Mitte ist eine Polizeistation, das mit dem kleinen Turm da oben, ne. Da spawnen dann schon wieder andere Sachen, wie zum Beispiel ein Chestholster, den kann ich dir immer zeigen, da kommen die Pistolen rein. Habt ihr extra Platz nochmal im Inventar. Oder halt auch Magazine, kleine Handfeuerwaffen wie eine MP oder UMP. Und dann gehen wir jetzt noch weiter zu einem Military Camp. Komm, Laura, meine Kleine. Jo, ich komm, mein Großer. Dann gehen wir jetzt noch weiter zum Military Camp und dort spornen, wollte ich gerade sagen, spornen, ne? Spornen? Dort spornen dann andere Kaliber. die ganz großen Kaliber. Die großen Kaliber spornen dort. Ja, also wie gesagt, ne, also actionmäßig ist wirklich nicht sehr viel. Halt ein Survival-Game. Es wird halt nur actionreich, wenn andere stirbst. Spieler da sind oder
Ja, wenn du gestorben bist, ist es umso ärgerlicher, weil du ja Na, dein Zeug dann eventuell nicht wiederkriegst. du kriegst Panik. Ich habe ja auch schon ganz viel, also ich spiele das Spiel ja schon seit 2 Jahren, mittlerweile 3 Jahren sogar schon. Und ich hatte schon so viele schöne, aber auch miese Momente in DayZ. Kann man ja mal drüber erzählen, ne? Klar. Es gab den Punkt, also ich bin ja immer super friendly, ne? Ich bin ja alles super friendly. Und ich helfe ja wirklich jedem, wenn ich kann, auch im Spiel. Und da kamen zwei, also Mann und Frau. Oder beziehungsweise erst kam der Mann auf mich zugelaufen und hat gesagt, hey, ich spiele mit meiner Frau Daisy. Die hat sich jetzt das Bein gebrochen, ich weiß nicht, was ich machen soll, komm mal bitte mit. Ich gesagt, alles klar, kein Problem. Bin ich am Start, ich helfe euch, wo liegt sie? Bin halt mit hin, ne? Bin dann zurück, hab so wie ich bei der Laura vorhin gemacht habe, so eine Schiene gecraftet. Und ja, dann konnte sie wieder laufen und haben uns gefragt, ja, können wir doch mal zusammen ein bisschen rumlaufen. Hab ich dann überhaupt kein Problem, nur ein bisschen unterhalten, so voll nett. Und auf einmal knallen die mir einen Schuss in den Kopf. Einfach so. Zack, war ich tot. Da wusste verarscht. Und sagen noch Danke für deine Hilfe. Aber das ist DayZ, weißt du? So kann's sein. Und dann gab es aber auch Geschichten, bin ich mit großen Gruppen richtig mitgelaufen, rumgezogen. Und da haben wir halt auch Banditen gejagt. Also Banditen sind so quasi Leute, die jetzt im Spawngebiet von Newbies jetzt rumlaufen und denen noch das letzte Hemd wegnehmen und die gefangen nehmen und füttern und tralala, hast du nicht gesehen. Das kannst du halt alles machen in DayZ. Ist halt so krass. Ja, und mit denen bin ich dann auch rumgelaufen. Wir haben dann quasi Jagd auf solche Banditen gemacht, haben so richtig Squads gebildet. Und mit Sniper-Position, mit Rush-Team und. Mega Loot gehabt, auch M4 und AKM. War schon eine geile Sache gewesen. Es waren Schweizer. Es war cool, war eine coole Truppe. Die Schweizer. Die Schweizer, ja, die helfen gern. Es sind halt immer neutral, ne, die Schweizer. Ja. So, und jetzt kann man jetzt hier, guckt euch mal die Aussicht an, das ist schon geil. Und von da unten waren wir vorhin, also da ganz hinten und jetzt sind wir schon hier und mega, ihr könnt echt überall hin, riesengroße Karte. Oh ja. Und man kann sich sehr schnell verlaufen. Also man Ja. kann sehr schnell den Überblick verlieren, Ja. wo Es gibt man ja auch gerade Wölfe, ist. ne? Wenn wir jetzt gerade hier so schön durch den Wald laufen. Yay. Ne? Und die kommen nicht einzeln, die kommen halt dann auch im Rudel. Na, wie gesagt, ich hoffe halt, es gefällt euch. Und wir machen dann jetzt noch zu dem Military Loot Spot, dass ihr halt auch sehen könnt, wo dann, wie das so ungefähr aussieht. Das ist zwar jetzt nur ein kleiner, weil wir haben heute keine Zeit noch bis zum Airfield zu laufen. Aber ich bezeige euch wenigstens noch diesen kleinen Loot Spot, den es auch noch nicht so lange gibt. Der wurde erst in den letzten Updates, ich glaube, der 060 oder 0859 kam erst dieser kleine Spot noch mit dazu. Und den schauen wir uns jetzt mal Witzig. an. Davor waren halt die Spots Krasnostav, Pavlovo, Airfield, ne? Balota Airfield, dann Berezino Airfield gab es da hinten auch noch. Und das Nordwest Airfield. Da oben steht auf jeden Fall ein Zombie auf dem Berg. Das heißt, hier war noch keiner. Wenn ich das richtig gesehen habe, läuft da ein Zombie da oben. Also wir sind jetzt schon da, ne, Laura? Ich nehme mal meine Pistole. Ich hoffe, ich habe noch Munition. Zwei Schuss, also zwei Zombies kann ich hier noch wegmachen. Dann brauche ich wieder 9 mm Munition. Ich nehme da lieber die Axt in die Hand. Ich will da nicht so die Zombies anlocken. Ja, Action, weißt du doch, Action, alles für die Zuschauer. Ja, und dann sagen sie, ja, zeig mehr, und dann machst du ein paar Folgen mehr, wo nicht so viel passiert ist. Sagen sie, oh, Na langweilig. klar. Erst an Punkt, Punkt, ne? Aber das ist halt YouTube. So ist es halt. Das stimmt. Du bist das halt, machst dir YouTube ist nichts, im guckst dir Wandel. zu. Leute kommen, Leute gehen. Das ist eigentlich wie ein Einkaufsladen. So, Achtung, Zombie, ich höre sie schon. Alter, hinter Ja, mir! Was? hinter dir! Ich sehe dich nicht. Wo ist er? Okay. Das waren meine letzten zwei Schuss übrigens. Alter, der kam voll schnell angeblitzt, So die viel zur Action, Blitzpiepe. so viel zur Action. Ja, also wenn die dann auf immer so angerannt kommen, da kann ihnen schon mal das Herzchen In die Hose rutschen. in Achtung! die Hose rutschen. Das ist jetzt hier übrigens ein Military Spawn, ne? Also hier spawnt Military Loot. Meine lieben Freunde und Nahkampfkämpfer.
Hier oben liegt sogar noch was drauf. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ach geil, hier liegt auf jeden Fall liegt hier ein Magazin, Monster. Oh! Warte, was ist das? CZ61. Das ist eine Weapon Flashlight, die langweilig. Ja. Oh, was hat denn? Ich guck jetzt mal, was hier noch so liegt. Pilotgacker, was hast du gefunden? UK Assault West DPM Camo. Die hat mehr Platz. Nur sehr geil. Ach, du blutest jetzt schon die Zelte, ne? Na gut, die wollte ich schon zeigen. Oder? Bist du schon in den Zelten, ja, ne? Ich bin jetzt schon in den Zelten. Hier ist auch eine SKS. Das ist eine Waffe, genau. Die, sowas wollte ich halt zeigen, ne? Lass, also, kannst du gerne aufheben schon? Nö, die lasse ich liegen, die kannst du mal zeigen. Ich bin hier irgendwie festgebackt oder so. Muss die Leiter nochmal benutzen. Ach na toll, und das ist halt Early Access hier. Dünn. Ist manchmal auch gar nicht so einfach, mit dem Inventar erstmal klarzukommen. Gerade als Neuling oder sowas bist du erstmal voll überfordert und weißt erstmal gar nicht, was du sowas machen sollst. Hm. Also so geht's mir immer. Okay, ich habe TTSKO-Pants gefunden. Ne? Hm. Weil meine sind ja, glaube ich, ruined. Ja, meine sind ruined, kann ich mal tauschen. Dann können wir euch das gleich mal zeigen hier, wie das Ganze dann so funktioniert. Ne? Also ihr habt hier quasi Slots, Plätze für euer Zeug. Und da müsst ihr dann natürlich auch drauf aufpassen. So. Kannst du das jetzt mal bitte anziehen, du blöde Kuh? 45 mm Rounds, naja. So, und dann müsst ihr essen, das zeige ich jetzt auch direkt mal mit. Ich hoffe halt, jetzt kommt keiner, das ist ein Military Spot. Hm. Na? Die Leute kommen, wenn die hier kommen, dann kommen die hier noch mit her. So, also ihr habt gesehen, jetzt habe ich sogar was gegessen. No? Und dann habt ihr halt auch Salinbags etc. etc. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo habe ich jetzt diese Munition. Wo ich glaube, ich brauche die noch nicht. Kann ich die nicht anziehen? So. Aha. Also hier habe ich schon 545 Munition, habe ich tatsächlich schon, aber ich habe keine Waffe dafür. Dann habt ihr halt auch noch Protector Cases, ne? Doch, du musst die anziehen können. Du musst die eigentlich anziehen können. Ja, aber das läufst du? Bist du gerade rumgelaufen? Ja. Okay, gut. Ich dachte schon. Ich weiß nicht, wie ich sie anziehen soll. Das geht irgendwie nicht. Hier ist eine Jacket. Was macht denn meine Jacke? Ich habe ein Tactical Shirt, das ist auch ruined. Aber das ist eine Weste halt. Aber ich kann die Weste nicht anziehen. Ach so, dann zieh mal den Chestholster aus. Ach so, muss ich den jetzt ausziehen? Den Pistolengurt musst du jetzt ausziehen, genau. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Na? So, ich mache jetzt auch gerade mit einem Nähkästchen, Leute. Mit einem Nähkästchen mache ich gerade meine Sachen wieder ganz. Ah, jetzt. Siehst du? Sag ich doch. So, was liegt denn dann hier noch? USMC-Jacket ist auch damaged. Ach, jetzt hab ich die da drinne. Ich nehme die TTSKO irgendwas. Hab ich jetzt irgendwas fallen gelassen? Da drinne stehst du rum. Ja, und da ist auch die Waffe. Okay, ein Stück weg. Hier ist nur eine Flare. Oh, hier ist noch ein Zombie. What? Ja, der kommt jetzt. Auf dich, Alter, oder auf mich? Ja, auf mich natürlich. Wo bist du? Haben schon. Alles gut. Und der hat eine Dose Pfirsiche. Yay. Esse ich auch komplett? Aber ich höre noch einen. Ja. Kommt der schon gelaufen, oder? Aber ich esse gerade, Laura. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich hab mal viel hinter mir. Hinter dem Zelt muss der auf jeden Fall sein. Ich sehe gerade keinen. So, was ist denn die SKS? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Hier ist die SKS. Oh, geil, die ist Fristin. Oh, was für eine geile Waffe. Aber ich hab halt. Ja, kein Magazin. Ich habe halt kein Magazin dafür, ne? Das ist halt ärgerlich. Jetzt schaut die da durch. Ja, ich kann es aber. Du mal in der Hand nehmen kurz.
ich mal zeigen. Na, das wäre dann halt jetzt hier eine SKS. So, habe ich. Ich hatte doch auch. Ich hatte zwar Munition dafür. Vielleicht kann ich einen Zombie. Da zeige ich mal hier, wie man mit der SKS schießt. Ne? Mhm. Ging das jetzt? Ist jetzt ein Schuss drin? Okay, wo ist denn die Ratte? Da ist er. Na, warte. So sieht man gar nicht schön viel. Hier war er drin. Klar. Alle klar, Kommissar. So, was ist denn hier noch so schön? Alter! Hast du das? Ja, das ist eine SKS. Hab ich mich erschrocken. Hast du dich verjagt, ja? Ja, ich hab mich verjagt, ja. Hashtag, hast du dich verjagt? So, ja, das war's eigentlich erstmal mit unserem Ausflug nach DayZ oder in DayZ. Na, hier hast du nochmal Pants, Laura, ne? Übrigens, das sind nochmal ja, Hosen. Ne, und nochmal eine Jacke. Und ein Rangefinder hast du auch. Also hast du zwei. Oh, da ist sogar Sardinen drin, ne? Jawohl. Gönn dir. Ihr habt einen Rangefinder, ne? Hm. Ich weiß halt jetzt nicht, ob ich jetzt die SKS mitnehme. Oh, die hat mehr Platz. Sehr schön. Ich könnte ja nochmal einen Schuss reinladen. Weil die ist echt. Die ist halt der Hammer, ne? Also. Welche Munition war denn das jetzt? Hier, Hammer! Die hier. Huch, jetzt bin ich in Unterhose. Laura! Ja, mit diesen tiefen Einblicken bedanken wir uns bei euch fürs Einschalten. Wir werden jetzt, denke ich mal, noch mal die paar Zelte hier nochmal durchschauen. Geht ja eigentlich ganz schnell. Eigentlich geht das auch im Schnelldurchlauf. Ihr lauft halt einfach dran vorbei, ja. Guckt da mal rein, ne? Und wenn da nichts drin ist, lauft ihr schon weiter. Darum haben wir ja zwei Öffnungen hier. Könnt ihr einfach durchrennen. Hier waren wir schon drin, das sind unsere alten Klamotten. So, gut. Also, Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, der kleine Ausflug in DayZ. Und wenn ihr mehr davon sehen möchtet, schreibt's uns doch einfach in die Kommentare. Jo. So, und wir bedanken uns natürlich bei euch fürs Einschalten. Oh, Zombie, warte, Zombie. Zombie. Ich schieß nochmal mit der SKS. Ja. Nice. Oh, Zombie von hinten. Nimm die Axt. Ja! Ja! Wo ist er denn? Jetzt! Hast du? Nein, wie denn? Au! Hey, au, Rob, Vorsicht, will ich nicht treffen. Ich blute! Da muss man nämlich auch übrigens aufpassen. Ja, es gibt tatsächlich Friendly Fire. Ja. Jetzt habe ich meine SKS gedroppt auch. Ja, die liegt hier. Ja. Alter Vater, ich hab den nicht gekriegt, ich bin euch nur hinterhergerannt. Der blieb nicht stehen. Dieses Schwein. Also ist das. Die sind auch schwer zu treffen manchmal. Ne? Also Leute, dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße, Laura und Rob, ja. Und vielleicht beim nächsten Mal wieder DayZ, ja. Also, ciao. Tschüss.